So, wir gehen wieder rein in Zombie Survivor. Ich höre euch gleich mal dazu. Ich habe schon super, super lange in dem Game Zeit verbracht. Ich bin jetzt, ich bin Level 52, wie man sieht. Ich habe schon die ein oder andere Grindstunde hier verbracht. Ich habe irgendwie keinen Sound, warum auch immer. So 10% ist das leiseste. Ganz schön laut irgendwie. Ich mach mal hier. Sonst zu hardcore, da geht es nämlich richtig ab in dem Game. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von dem Game gehört habt. Ich habe es eine ganze Zeit lang mal nach einem Valorant-Spiel gesuchtet, weil da muss man nicht nachdenken. Und ich würde mal sagen, um die Runde, um gleich was freizuschalten, gehen wir mit dem Engineer rein. Das ist jetzt nicht meine Favorite-Klasse. Wir kriegen am Ende eh alle, können wir uns dann entscheiden. Und in die Standard-City. Machen wir 25 Runden? Ja, erstmal zum Schauen. Machen wir alles auf Default. Let's go. Ja. Sieht das ganze Game aus. Es kommen quasi Wellen. Jetzt kommen wir natürlich erstmal richtig, richtig wenig. Dann müssen wir Upgrades sammeln und Kisten einsammeln und so weiter, um unsere Waffen abzugraden und unsere Fähigkeiten. Dann müssen wir uns dann entscheiden. Jetzt hier so eine schöne Taser-Gun. Ich glaube, der Medic ist key in dem Game, den freizuschalten, super fast. Was war denn hier krass? Ich glaube, wir ballern erstmal den Taser hoch. So. Bisschen Money. Attack Speed. Was haben wir gesagt? Ist hier schon ein Taser auf Max? Dann kann man sich eine andere Waffe auswählen dafür. Das, die wird halt so krass abgegradet, dass sie, glaube ich, zur nächstgrößeren wird. Bin mir gar nicht sicher. Dann kann man zwischen zwei wählen. Ich glaube, so war das. Wir finden es aber raus. Jetzt noch relativ easy. Ja, Taser auf Max. Gleich erledigt. Ich hätte noch ein paar andere. Ja, jetzt. Bin mir nicht sicher. Wir gehen mal auf den Tesla. Der ist nämlich so super slow irgendwann. Er macht halt gut Flächenschaden. So. Ich glaube, man kriegt sogar einen Erfolg, wenn man eine komplette 25 Runden schafft, ohne einmal Damage zu kriegen. Aber ich glaube, es ist fucking unmöglich. Wir werden gleich sehen, warum. So, SOS-Signal detected. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Ja, der Elektro-Turret auch insane eigentlich. Das ist der Elektro-Turret. Den kann man dann so setzen, wenn es mal richtig, richtig voll wird. So. Okay, der Zombie bei Leveling Up. Nice. Toller Erfolg. Ich glaube, wir ziehen uns noch den Tesla hoch. Damit wir halt gleich richtig reinballern können. Ich bin mal eine Zeit lang auf den Soldaten gegangen. Hier auf, ich weiß nicht, ich glaube der SWAT oder so. So, Pocket Watch. Increased Duration of Pickup Buff. Das ist schon wieder schwierig. Ja, das hört sich doch gut an. 25% Chance, ein Explosive zu kreieren. Und wieder auf den Tesla. So, jetzt sind wir schon fast OP. Also für die nächsten 10 Wellen, glaube ich. Ich denke mal, hier dürfte jetzt nichts. Zumindest wenn die ersten Bosse kommen. Sind da relativ große Viecher. Aber wir lassen uns mal überraschen hier. Ich habe schon ein paar andere Horde-Survivals rausgesucht, falls da jemand Bock drauf hat. So, jetzt haben wir unseren ersten Charakter hier, den wir einsammeln können. Und jetzt können wir uns aussuchen, ob wir den Tank mitnehmen. Der hat so eine krasse Shotgun. Ich glaube, ich nehme den Shotgun-Typen mit. Der ist halt OP. Jetzt läuft der halt zu zweit hier. So, der hat einen... Na, der Bombstrike ist jetzt nicht wirklich nice. Ich denke mal, dass wir hier auch auf Minen gehen.
Der will die Banner game. Der wirft ja dann immer mal ab und zu eine Mine ab. Ist ja gegen Bosse ziemlich gut. Die liegen jetzt hier rechts und links, falls ihr seht, hier drüben. So, und die Shotgun auf jeden Fall hochballern. Ah, Ability Crit Chance natürlich auch OP. Ich glaube, Cooldown-Reduktion ist das Beste. Jetzt werden sie langsam gleich schneller. Dann wird es auch ein bisschen interessanter. Weil da können wir sich nicht mehr verstecken dann. Wir müssen mal hier runtergehen. Da ist noch ein Kollege. Schauen wir mal, wen wir da bekommen. Ich habe jetzt gesehen, dass es auch eine neue Map gibt. Die habe ich selber noch gar nicht gespielt. Deswegen können wir da, falls wir jetzt drauf gehen würden, wahrscheinlich... Ich glaube, ich nehme den SWAT tatsächlich mit. Jetzt ein schönes Sturmgewehr. Jetzt hat er natürlich erstmal noch eine Pistole, aber das grillen wir relativ schnell nach. Ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal auf die Shotgun und ab und zu mal auf den Tesla. Aber dafür müssen wir jetzt mal kurz stehen bleiben und ein paar Zombies umbringen. So, Shotgun. Tesla wird nicht vorgeschlagen. Wir hätten rollen können, tatsächlich. Uiuiui. Die Shotgun voll, jawohl. Nächstes Upgrade ist dann, Hit Potion ist sowas von useless. Wir nehmen mal den... War das jetzt Range? Oder habe ich mich jetzt verklickt? Naja, ist auch egal. Kriegen wir schon hin hier. So. Holen wir uns mal hier den Haufen in der Mitte. Wir können mal banishen. Nee, reroll. Wir nehmen mal den Auto-Turret hier von dem Kollegen auch mit. Dann sind wir jetzt doch aufs Turret-Bild gegangen. Das wollte ich eigentlich nicht. Das ist nämlich ab einem bestimmten Punkt einfach viel zu einfach. Und der droppt jetzt hier. Deswegen rerollen wir hier nochmal. Und nehmen die dicke Shotgun mit. Bisschen nochmal besser. Wir haben eigentlich genug Asche. Ich sehe gerade keinen Pfeil auf der Map. Wir sammeln erstmal die ganze XP in hier. Okay. Also jetzt brauchen wir auf jeden Fall das Sawblade noch, was hier um uns rumfliegt. Davon kann man glaube ich 4 oder 5 machen, bin mir gar nicht sicher. Guck mal, jetzt gibt es hier eine neue Zombie-Art, die so explodiert. Davon kommen irgendwann unfassbar viele. Ich weiß gar nicht, ob es in der... Ist ja so, eine Art Kampagnenmodus hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Laser nehmen sollen. Ich glaube, ich muss das rollen. Wir rollen nochmal. Natürlich kommt es nicht. Wir nehmen die Shotgun mit. Egal, wir können den Laser immer noch holen. Das ist, glaube ich, erst interessant ab Level 5 oder so. So, wir brauchen kein Leben, da hinten ist noch eine Kiste. Hier die passiven Skills sind eigentlich so mit die wichtigsten, dass man da immer schön auf Crit geht. Weapon Damage natürlich scheiße. Wir nehmen mal eiskalt mit maximales Leben noch erhöht. Eines Tages wird es uns retten. Vielleicht. So. Jetzt spawnen ja auch schon mehr Grüne gerade. Das heißt, irgendwann. Wo sind wir denn hier eigentlich? Achso, direkt an der Wand jetzt. Ja. Die neue Map soll wohl ziemlich insane sein, weil da stehen noch mehr Gebäude rum. Und da kann man nicht einfach so die ganze Zeit im Kreis laufen hier. Sondern, da muss man schon aufpassen, wo man da reinläuft. So, Shotgun nehmen wir auch nochmal mit. Die knallt jetzt richtig rein. Dann gehen wir mal auf Angriffsgeschwindigkeit, sollten wir es bekommen. First Aid. Wir nehmen mal die Lebensregeneration mit, weil wir ja nicht den Healer genommen haben. Au. Au, au, au. Da ist der erste Boss. Wir haben natürlich keine Granaten jetzt mitgenommen. Und keinen Dodge, aber es wird auch so gehen. Wir laufen einfach weg. Nur mal rein da. Uh-oh.
Aber solange er in den Turret stehen bleibt, ist alles gut. Jawohl. Es gab nur ein bisschen Erfahrung. Das habe ich aber anders in Erinnerung. Vielleicht wollen sie es dadurch ein bisschen schwerer machen. Bin mir gar nicht sicher, warum er keine Kiste droppt. Und er gibt uns schon wieder den Laser. Ich krieg eine Krise. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt auch einen Streamer-Modus hier. Das ist ganz witzig. Da nimmt dann die Community so das Heft in die Hand und wählt halt aus. Wir rerollen. So. Hier ist der Blaster. Den wollten wir. Er schießt diese fetten Kugeln. Das müssen wir halt auf die Minigun bei dem... So weit sind wir aber noch gar nicht. Auf jeden Fall erstmal aufs Sturmgewehr gehen. Beim SWAT-Kollegen. Aber da sind noch einige Level zwischen. Jetzt kommen die Sprinter-Runde. Ah doch. Sprinter sind am Start. Es war eine ganze Zeit lang absolutes Favorite Game. Da bleibt man so klatschen drauf, weil man möchte einfach schaffen, bis zum Ende zu kommen. Und alle frei zu zocken. Schon Suchtpotenzial. Also, falls jemand Bock auf das Game hat, Link ist hier unten unterm Video. Läuft natürlich über Steam. Jetzt werden wir gleich gesandwiched hier. Wir nehmen nochmal Sawblades mit. Und graden. Erzähl mir, wie die Granaten mitnehmen können. Das wäre natürlich auch super. Ich habe die erst ein einziges Mal geupgradet, die Granaten. Auf Max-Level. Und da scheppern die so rein. Er wirft dann einfach, glaube ich, 5 Stück oder 4 Stück. Also es ist einfach nur noch... Da hat selbst mein PC angefangen zu laggen, weil so viele Gegner gleichzeitig gestorben sind. Das schon wild. So, hier nehmen wir mal ein paar Power-Ups auf. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der... Ist das das Schild? Bin mir gar nicht sicher. Jetzt füllt sich es aber langsam hier. Hier nehmen wir nochmal das Power-Up mit. Ich glaube, es ist ein Schadensmultiplikator gerade hier am Start. So. Warte mal, hier kann man nochmal nachschauen. Ah ne, es sind ja nur die Abilities. Movements, naja. Nehmen wir die Kiste hier mit. Ah, 3 Banish available. Potato. Weiß bis heute keiner, was die macht. Ist aber lustig, dass man es mitnehmen kann. Healing. Wir nehmen mal die Fire Damage und so mit. Die Bratpfanne. Und hier ist unser letzter Charakter. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt 4 mitnehmen können. Vor allem kein. Ah ne, ist auch nur ein Upgrade, wollte gerade sagen. Wäre ein bisschen zu krass. Haben wir die ganzen Sawblades, die wir haben wollten. Die jetzt schon schön im Kreis drehen durch. So, jetzt die Turret-Runde beginnt. Wir haben den Boss quasi gewonnen, hittet, der hier gespawnt ist, glaube ich. Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der da rechts in der Ecke war. Dafür sind aber auch die beiden Waffen zu krass. Am Anfang hat man ja eigentlich gar keine Knarre. Nur die Pistole und irgendwie das erste Upgrade aufs Sturmgewehr. Ich habe schon ein bisschen gezockt. Ja. Aber lustig auch die ersten Runden nur mit Pistole zu überstehen und den Granaten. Weil man ja hat ja eh nur den SWAT-Charakter. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das auch mal im Stream gezockt habe. Kann sein. Ich glaube, die Runden gingen dann immer eine Stunde, 20 Minuten oder so. Das war schon sehr, sehr lustig. So. Level 25, ein Current Run. Jetzt haben wir natürlich einen Elektroball, der in die Menge fliegt und dann hochgeht. Einen Raketenwerfer, der dann auch noch da reinfliegt, weil der braucht arschlange zum Nachladen. Dann teilen wir quasi gar keinen Schaden mehr aus, weil wir nicht die Pistole abgewählt haben. Das ist schwierig, deswegen. Wir rerollen mal. Ah ne, wir nehmen die Pistole. Wir nehmen die Pistole mal mit. Ich habe mich eigentlich nur verklickt, aber ist nicht so schlimm. Dann gehen wir halt auf die Piste. Jetzt müssen wir ein bisschen beeilen hier, noch ein paar Level reinzuschreddern. Ah, gut. Ey. Noch ein Erfolg. Legendäres Item ausgewählt. Aha. Ist ja sehr, sehr schwierig zu kriegen wahrscheinlich. So, und hier. Hier wurde noch ein... Ach, scheiße, jetzt kommen die Fliegeviecher wieder. Jetzt müssen wir uns ein bisschen bei... Ah ne, die fliegen ja nur eine Richtung gerade. Noch ist easy.
So. Bisschen mehr Money. Ja. Wir nehmen mal das Turret mit und dann müssen wir aber auf jeden Fall die Pistole noch bis zum Ende kriegen, damit wir ein Sturmgewehr bekommen. Weil sonst sind wir gleich verloren. Zumindest glaube ich's. So, wir laufen mal von hier zur nächsten Kiste. Bin mir nicht sicher. Ability Cooldown ist doch am besten und Ability Damage. So. Bum, bum, bum. So, ich würde. Ich würde nochmal die Bratpfanne mitnehmen. Und die Pistole. Jawohl. Wir bauen mal ein paar Turrets auf hier. Wollen wir mal gucken hier, ob wir überhaupt die Aufnahme gestartet haben. Das wäre so geil, wenn ich die ganze Zeit mit mir selber rede. Mache ich ja eigentlich, aber wäre mal lustig zu wissen. So, hier ist noch ein Boss, aber wir sind einfach zu krass schon. Jetzt haben wir die Pistole voll. Jetzt brauchen wir noch das nächste Upgrade und dann haben wir das Sturmgewehr. Und dann können wir eigentlich chillen. Ich weiß gar nicht, warum hier keine Schilde droppen irgendwie. Vielleicht habt ihr die rausgenommen, weil es so viel zu krass war. So, da haben wir sie schon. Die Minigun anstatt die Shotgun. Die Shotgun scheppert sowas von rein. Ich entscheide mich mal noch nicht. Ich glaube, es ist besser. Wir rerollen mal. Auch kacke. Ja, wir nehmen mal noch die Granaten mit, ne? Kann ja nicht schaden. Bisschen Explode-Damage. Jetzt seht ihr ja die ganzen Kollegen da zerplatzen. Oh! Mal gucken, was sie für neue Bosse reingepackt haben. Da ist lustig, wenn vier dann von denen kommen und so ein Spucker, der ihn die ganze Zeit anspuckt mit Säure und man sich nicht bewegen kann, weil hier so viele Zombies sind. Da haben wir nur schon. Ich hätte gedacht, es gibt sogar noch einen Dash oder so, aber irgendwie. Die haben auch sehr viel geändert und ich habe wie immer die Patch Notes nicht gelesen, aber. Wir nehmen mal den Blaster und machen den einfach noch krasser. Macht das. Oh. So, kurz stehen bleiben hier. Oh. Komm ihn gleich. Die haben wir immer kassiert gerade. Oh oh, Free XP. So, Rocket Launcher oder Minigun? Minigun. Ja, ja, hätte ich auch genommen. So. So, der Luftschlag. Es wird auch ein bisschen interessant, aber. Ja, doch, Luftschlag war interessant. Der Helikopter war so kacke, glaube ich. Da fängt die Minigun schon an zu arbeiten. Da war der. Der Luftschlag. Oh, wir haben hier so viele Punkte offen. Jetzt können wir einfach durchlaufen. Easy. Ich glaube, wir haben hier gerade ein Damage-Schild. Nee, was war denn das? Doch, ja. Oh, da kommen die neuen Gegner. Dodge-Chance natürlich nice. Weapon Crit um 10. Wir nehmen Crit Damage mit, weil wir critten hier echt oft. So, nächstes Item. Ist das die Pan? Nee. Doch, wir nehmen die Pan wieder mit. Let's go. Third time's gone. Nice. Hoffst du, wir grinden die Erfolge hier durch, Mann. Jetzt sind wir auf die 20 Stunden, die ich. Oh. 20 Stunden, die ich davor das Game gezockt habe, mal in Erfolg springen lassen. So. Jetzt scheppert's aber ordentlich hier rein. Ich glaube, wir können einfach mal stehen bleiben kurz und eine Runde chillen. Bis die nächsten sind schon gedroppt, die nächsten Kisten. Wir holen uns mal den Emergency Drop da hinten. Oh. Stimmt, das gibt ja erstmal die SMG für den Kollegen. Na gut, wir nehmen sie mal. Einfach nur, weil ich nicht mehr weiß, was am Ende kommt bei dem SWAT-Kollegen. Bam, bam, bam. Ja, wir sind vorbeigelaufen. Er bombt einfach alles weg. Da sind wir schon. Ah, Minigun.
Wir geben auf jeden auf seine Max-Knarre und dann können wir noch nebenbei ein bisschen upgraden. Wie viel Cash haben wir denn gekriegt bis jetzt? 3850. Das Cash sammelt man immer ein, um dann Upgrades im Menü zu machen. Also kann man da ein lustiges Bild dann irgendwann zusammenbauen. Obwohl eigentlich das Ziel ist, alles abzugraden. Das ist alles insane. Ja, Pickups regenerieren. Ist natürlich auch. Weiß ich gar nicht, ob ich das so jemals mitgenommen habe. Aber ich glaube, wir haben unseren Bild schon ganz gut unter Kontrolle. Ich glaube, am besten ist der Ninja. Der hat einfach ein Schwert am Anfang. Und schnetzelt sich hier durch. Ich glaube, den spielen wir mal als nächstes. Der ist ganz witzig eigentlich. So, wie spät haben wir es eigentlich? 20 Minuten. Boah, 20 Minuten geht die Runde schon. Heilige. So, los geht's. In Anbetracht der Tatsache, dass wir nicht... wir hätten eigentlich rollen können. Egal. Zeit des Rollens kommt jetzt. Müssen wir gar nicht rollen. Noch eins bitte. Schade. Jetzt aber. Okay, jetzt haben wir Damage gekriegt. Die machen auch noch gar keinen Schaden hier gefühlt. Weapon Crit. Attack Speed wollten wir haben, ne? Jetzt können wir einfach durchlaufen hier. Wir haben gerade ein Schild. Da hinten piept's. Jetzt droppen unnormal viele Health Potions, ja. Das ist schon sehr, sehr komisch. XP Modifier. Hört sich gut an. Das war's noch gar nicht. So, Minigun auf Max. Vielleicht haben sie eine neue Waffe hinzugefügt, von der ich noch nichts weiß. Weil wir ja die Patch Notes nicht so wirklich lesen. Nur so grob anschneiden und sagen, ja, passt schon. Wer kennt das nicht? Sei denn, hier die Main tatsächlich alles weg. Man kann einfach durchlaufen mittlerweile. Das überrascht mich wirklich, was ich hier gestruggelt habe in den Runden. So, sieht hier jemand ein Upgrade irgendwo? Ne. Wohl noch nicht. So, wir müssen wieder leben. Money, money, money. Jetzt könnten wir auf das Sniper gehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Also da wir die Minigun haben, können wir das eigentlich machen. Aber es hat jetzt so Arschritzen Schaden, ne? Wir haben nur noch einen Reroll. Wir gehen mal auf Sniper, ja. Ah, das ist mal der Anfang vom Ende. Wenn man sich für die falsche Knarre entscheidet. Obwohl es gar nicht so schlimm aussieht gerade. Wie oft hatte ich das gerade mal geschafft, da hinzukommen und dann... ein paar Bosse. So. Einmal in einer Runde 20 Erfolge geholt hier, what the fuck. Was ist da los? Ah. Wir holen mal die nächsten Upgrades da vorne. Au, au. Jetzt nehmen wir noch die Handgranaten mit. Nochmal auf ein Maximum. Wenn nicht überhaupt die Runde gleich vorbei ist, oder? Bin mir gar nicht sicher. Aber ich glaube, die Minen hätten wir uns tatsächlich klemmen können. Das war so das sinnloseste Upgrade. Ah. Können wir das Sniper gleich auf Max bringen? Bring it on. Master Blaster, let's go. War es nochmal Crit, glaube ich. Ja, jetzt geht's auch schon die Butter hier durch, ohne Schaden zu bekommen. Aber man muss die Kiste, da ist er. So. Elemente Schaden.
Wo sind unsere ganzen Minen eigentlich? Ich erkenne die gar nicht mehr auf dem Boden. Außer unsere Elektrominen natürlich. So, wir sind bei fast 4000. Ich glaube, wir brauchen 6000 für ein Upgrade. Dass wir mehr kritten oder die Pull-Range höher ist. Ich glaube, wir können einfach stehen bleiben mittlerweile. Kann das sein? Nee, nicht ganz. Da kriegen wir auf die Mütze dann. Nee, nee. So, wir nehmen mal 50 Leben mit. Wir knapp auf 1,7. Boom, boom. Diese Mini-Bosse werden einfach weggebombt hier. Mal gucken, was der hier so im Gepäck hat. Der hält schon ein bisschen länger durch hier. Aber selbst den. Der wird geschmolzen. Ich hätte mich mal für Collect 6 Survivors in a Row. Easy. So. Ich hätte mich mal für den Ninja und für die Bogenschützen, glaube ich, entscheiden sollen, weil die muss ich auf jeden Fall noch leveln. Aber im Engineer fehlen noch ein paar Sachen. Oh. Da wäre ich ja fast drauf reingefallen hier gerade. Voll reingerannt. Die machen nämlich auch krassen Schaden, wenn man da stehen bleibt. Ja, Turret auch auf Max. Easy. Jetzt hätte ich gerne noch einen Magneten. Wir haben schon wieder so viel gekillt und nicht eingesammelt. Das wäre nett. Oh oh. Welche soll ich? Kurz die Richtung gewechselt, was nicht gut war. Aber ja. Ja, es wird schon ein bisschen härter jetzt. Aber gut, wir können jetzt auch das Turret auf Max bringen. Die Granaten. Da kommt noch eins. Ah, schade. Ich dachte, wir kriegen noch eins. Wäre ziemlich gut gewesen. Später ist das Stehenbleiben auf den. Wir nehmen mal Armor und Leben mit. Wahrscheinlich die Regeneration, nicht das. Ich glaube, das Leben ist schon die ganze Zeit auf 1650, kann das sein? Nur die Regeneration. Erreicht Level 50 im Run. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben keinen Reroll mehr, wir machen die Minen noch voll und dann können wir noch ein paar neue Abilities reinballern. Wie den Airstrike, den man eigentlich nicht braucht. Der fliegt immer so rüber wie die Bomben halt. Ist halt ein riesiger Helikopter. So, First Aid. Fast Movement, nice. Das geht, Junge. Das nehmen wir nächstes Mal zuerst. Dann kann man ja richtig durch die Map ballern hier. Oh oh. Na gut. Es kommen schon zwei Bosse hier. Bruder. Easy. So, wir hatten gesagt. Wir nehmen den Heli Strike mal mit, dann seht ihr mal, was da abgeht. Jetzt kommt von uns gleich so ein Streifen auf den Boden und dann fliegt der Heli einfach rüber. Da kommt er. Gut ist natürlich, wenn man wenn man die ein bisschen zusammengepult hat und nicht so wie ich hier auf Range und auf Close und auf alle Damage-Arten geht. Da hat man so einen riesen Pult hinter sich und dann fliegt der Heli dadurch, das ist ziemlich gut. Da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Quatsch die ganze Zeit. Müssen wir wieder so ein bisschen in die Mitte bekommen alle. Oh oh. Wir haben ein Upgrade zu wenig, glaube ich. Muss jetzt mal nochmal, wir müssen mal nochmal rüber hier. Bin gerade ordentlich Schaden. Da drüben ist das nächste. Kein Magnet dabei. Nice.
Falls wir sterben, werden wir reanimiert mit 50 Lebenspunkten. Das hört sich gut an. Nehmen wir einfach mal mit. Wer weiß denn hier, was passiert noch. So, Granaten nehmen wir nochmal mit. Die Minen sind dann weg. Oh, der Bomben. Stop. Und dann haben wir ja schon fast alles am Start hier. Sind nur noch die Abilities, die absolut kranke Cooldown-Zeiten haben irgendwann. Macht er nicht mehr. Es kommen schon drei davon, von den großen. Ich bin mir nicht sicher, ob es so einen Insane-Modus gibt. Dass es nur diese fetten Viecher gibt. Kann natürlich sein. Oh, wir haben 20 Minuten überlebt. Yay. Ich erinnere mich. Das sind die Standardmissionen, um seine Charaktere freizuzocken. Das war ja gar nicht so schlecht eigentlich. So. Wir gehen mal in den Trainingsraum. So, was können wir machen? Wie viel Kohle haben wir überhaupt? 7 Levelpunkte haben wir bekommen. Was ist das hier? Ist Revolt. You're getting happier. Aha. Haben wir eh schon voll. Reduziert den Damage. Mehr Experience Points. Natürlich auch insane. Wir laufen schneller. Das kostet 5, Alter. What the fuck? Increase. Taking Damage. Critical Hit. Haben wir noch gar nicht. Obwohl ich. Ja, Hit. Wir nehmen mal das. Oh, da hatte ich 5. Können wir irgendwo noch 3 reinhauen hier? Das habe ich letztes Mal schon immer gemacht. Nee, dann haben wir erstmal alles. Hier ist auch gar nichts Neues dazugekommen. Also man fängt ja sowieso an mit dem erstmal Health nach oben zu ballern und so. Ich würde sagen, wir hängen einfach noch eine Runde ran. Aber müssen wir noch 5183 Zombies killen, bevor wir den endlich mal auf Max kriegen. Die hatten wir doch gar nicht auf Max. Crazy. Müsst ihr euch vorstellen, man startet, seht ihr jetzt gar nicht, doch hier. Man startet quasi mit dem ersten Rang, da hat man nur die drei Dinge hier. Und dann, wenn man endlich geschafft hat, nach, keine Ahnung, 20.000 Kills, die Knarre hier freizuschalten, dann kann sich halt entscheiden zwischen den beiden. Dann kommt da Gun dazu, auch nochmal so wie bei ihm hier. Jetzt fehlen hier bei ihm noch 5.183. Bei ihr noch 5.000 für den nächsten Bogen. Ja, ich schon ein bisschen öfter gespielt. Ich glaube, wir würden mal den Ghost nehmen. Und mal die neue Map starten. Wer hat Bock drauf? So ist alles noch zu natürlich auf der Karte. Ich weiß gar nicht, ob es bei der anderen Map gibt's schon endlos. Hardcore gibt's noch gar nicht. Boss Rush war das, ja. Das habe ich selber noch gar nicht unlocked, aber das ist auch jetzt erst alles frei, glaube ich. Okay, wir müssen Hardcore überleben. Okay, aber wir schauen uns einfach die neue Map noch an. Mal schauen, ob das total übertrieben ist. Okay. So, der One-Hit noch nicht. So. Schauen wir uns mal an hier, wie sich der gute alte Ninja, Ninja schlägt. Ninja. So. Ich glaube, ich würde das Katana erstmal ein bisschen höher bringen, damit er hier. Okay, jetzt haut er einen One-Hit raus. Auch nicht, nur wenn es crittet. Kollegen, nicht gesagt, hier gibt es Häuser. Und Shuriken gleichzeitig. Achso, er wirft noch einen nur. Okay, Spin. Hier in Sloan. Okay, krass. Noch nie gesehen vorher. Gut. Wir ballern mal das Katana hoch. Ich weiß gar nicht, was es als zweites gibt. Zwei Katana. Protokoll wird installiert und dann kriegt er mehr Crit dazu.
gar keine Ability mehr. Wir können mal gleich losgehen und die nächsten Kollegen holen, aber solange können wir das ja noch ausnutzen, dass wir noch ein Upgrade reinballern können. Lukatana ist voll. Wir müssen sofort auf Attack Speed gehen bei dem Kollegen hier. Okay, wir nehmen auch noch die... So, Weapon Damage. Ability Cooldown Reduce ist doch... Oh. What the fuck? Man kann wohl keine Sekunde stehen bleiben, anscheinend. Das ist auch krass. Macht's ein bisschen interessanter, weil es gibt ja viele Builds, wo du dann einfach in der Ecke stehst. Nicht, dass ich das schon ausprobiert hätte, aber ich sterbe jedes Mal dabei. Ich weiß nicht, wie die Leute das machen. So, wen wollen wir mitnehmen? Den Engineer hatten wir letztes Mal, das ist der mit den... Baby Reroll mal. Wir nehmen die Medic mal mit. Die haben wir ja letztes Mal auch nicht dabei gehabt. So sind wir eigentlich safe. So, wir wollen... Wir machen mal den Crit ein bisschen hoch. Ich kann natürlich auch noch insane Crit-Chance haben, ja. Wir haben auch so eine viel zu kurze Range im Moment noch. Das kriegen wir schon hin. Wir schauen mal ein bisschen, was es auf der Map so gibt. Da wird wahrscheinlich nicht so viel. Ein Kollege meint, hier sind super viele Häuser. Welches Spiel hat der gespielt? Welches? Ich sehe kein Haus. Hier ist ein Haus, aber hier kann man nicht rein, Alter. Wieder der Wurm. Kann man den eigentlich killen? Stimpack. Anscheinend nicht. Das müssen wir als nächstes, weil das Katana ist jetzt gleich auf Stufe 2. Der ist ja schon auf Stufe 2. Wie nehmen wir denn jetzt noch mit? Brauchen gar nicht Rebollen. Ich würde die Shotgun jetzt noch mitnehmen. So, Shotgun, Medic und Ninja. Frag mich nicht, wie die alle richtig heißen. Wahrscheinlich heißen die auch so. Kann mich nur nicht daran erinnern. Jetzt haben wir noch da drüben die neuen nächsten Abilities. Ach du Scheiße, hier haben wir unseren Pulk gelassen. Guck mal, wer sich hier alles versammelt hat. Wir nehmen erstmal die Großen mit hier. Oder auch nicht. Ich spawn ihn im Circle um uns rum, ne? Das ist ja gemein. Hippen Critical. Ja, komm, dann machen wir das Katana halt voll. Dann geht uns nicht mehr auf die Nerven dann, das Ding. Wir müssen mal auf die anderen Sachen konzentrieren hier. Zum Beispiel die Pistol von unserem Medic. So. Elemente Schaden. Nützt jetzt nichts, dann einen Reroll zu verschwenden. Sind so schnell alle. Ich muss aber dazu sagen, dass in der Runde vorher hat sich das Game gar nicht mehr so angefühlt wie... Das hier ist jetzt mehr so eine Runde, wie es vorher war. Dass in der einen Runde kommen halt die Ultraschnellen. Da hast du halt gar keine Chance am Anfang, eigentlich. Naja. Oh, können wir die Handgun gleich richtig durchballern. Jetzt können wir uns gleich entscheiden, glaube ich, bei ihr, welche wir als nächstes nehmen. Lassen wir uns... Weapon Damage. Ich würde sagen, den kassieren wir doch gleich. Wow. Der wird eine Weile dauern. So wenig Schaden, wie wir machen. Weil unser Nahkämpfer natürlich jetzt voll abgegradet ist und ja, so nah können wir gar nicht an ihn ran. Deswegen nehmen wir mal die Shurikens noch mehr. Oh.
Triggern die mal hier ein bisschen. Komm schon. Wo bist du außen? Quark. Jawohl, da haben wir ihn schon. Ins nächste Level. So, Renovation. Ich wusste gar nicht, dass man das jetzt auch bei ihr kaufen kann. Ich glaube, es ist auch irgendein passiver Skill, den man dann über die Zeit freischaltet. Aber immer nett zu haben. Mit Renovation. Und beziehungsweise wusste ich nicht, dass man das auch als Item bekommen kann. Oder finden kann im Game. Dass man halt sich reviven kann. Wir nehmen mal hier das Crit-Protokoll mit. Ja, der haut aber ordentlich rein. So, jetzt können wir uns mal auf die Kistenjagd machen. Einmal außen rum. Schauen, was wir hier bekommen. Weapon Damage. Immer gut. 164er Crit knallen wir jetzt hier mit dem Schwert rein. Oh oh. Na Mensch. Die Shotgun oder als nächstes gehen wir auf Feld zur Reanimation. XP. Hier ist ein bisschen schneller hier. Wir wollen doch hier mindestens die 20 Minuten überleben. Oh. Was ist das? Moonenfilm hier. Ja, gleich noch den Führung. Gefällt mir die neue Map. Bin schon gespannt, was da noch so auf uns wartet. Wir machen jetzt mal Crit voll hier. 400 oder jetzt aber kommen wir ein bisschen rein hier mit dem Schwert. Stark. So, das geht doch gut hier. Wir nehmen erstmal Fury Unleashed mit. Hier die Ability, wo er kurzzeitig dreimal so schnell schießt, glaube ich. Ich glaube, die heilt uns ja auch gleichzeitig noch jetzt. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, was wir jetzt für ein Bild überhaupt angefangen haben. Aber irgendwie ist ein Nahkampf hier nicht das Richtige für die Map. Aber dafür sind wir bekannt hier, immer das Falsche zu nehmen. Großartig. Aber dafür können wir gleich noch ausgleichen mit der Shotgun. Machen wir hier ein bisschen die Kollegen weg, bevor die noch zu viele werden. Und uns, wenn wir es nicht brauchen, halt einfach überrennen. Nur jetzt aber. Oh oh. Okay, wir holen uns die nächste Shotgun quasi. Haben wir ihn gekriegt? Naja, haben wir nicht. Bum bum bum. Das hier war explodierende Käfer. Hey, das hat noch gefehlt. Dankeschön. Darüber habe ich auch noch gar nicht nachgedacht. Jetzt schauen wir mal hier. Das rerollen wir aber mal. Wir nehmen mal hier Lebensregeneration mit. Shuriken. Schaut man jetzt auch schon rein, oder? Ah, oh, nicht ganz. Oh doch. Gegen die Kleinen auf jeden Fall. Muss ich doch mal die fette Mumie hier loswerden. Das hat jetzt so lange gedauert und wir kriegen nichts dafür. Super. Bisschen Erfahrung. So, Shotgun auf Max. Jetzt scheppert ihn ein bisschen. Der pumpt ja richtig durch hier. Bum, bum, bum. Ah, unten sind zwei Kisten und noch
Upgrade für unsere Soldaten hier. Bum, bum. Bin mir gar nicht sicher bei dem, Nice. Wenn wir getroffen werden, kriegen wir 25% Chance, eine Explosion zu erzeugen. Weapon Damage, Movement Speed. Jetzt noch so eine fette Mumie hier. Au, au. Okay, ich glaube, die Explo-Käfer werden uns den Run kosten. Guck mal, die hittet jetzt hier einen mit ihrer Spritze und dann werden diese vergiftet und die kriegen halt über Zeit Schaden. Ziemlich gut, was ist das denn jetzt hier? Wir bräuchten noch so einen Damage-Dealer, ne? Eigentlich haben wir den Tank da ja dabei, aber da fehlt noch ein bisschen was, um den krass zu machen. Warte, kümmern wir uns als nächstes rum. Vielleicht ja mit der nächsten Kiste. Komm schon. Rerolls, scheiße. Bin mir unsicher. Wir nehmen mal den Kaffee mit. Oh. Können wir das rollen? Wir haben uns einfach für die schlechtesten Abilities, glaube ich, entschieden. Oder ich? Jetzt sind schon zwei Bosse hier unterwegs. Sieht ganz so aus. Die sind so schnell und so stark. Kommen wir hier durch. Okay, jetzt wurden wir gerade geheilt von unserer Healerin. Gut, dass wir die doch eingepackt haben. Da ist hier die Shotgun. Vielleicht haben wir jetzt noch eine Chance. Mal kurz hier ausharren. Ach nee. Da kommen jetzt wieder diese Käfer. Ich glaube, wir haben die aber diesmal Feuer bekommen. Hallo. Aber wir lassen die ganze Scheiße, jetzt haben wir schon zwei Bosse am Arsch. Desto länger man nämlich vor denen wegrennt, desto länger braucht man halt Zeit auch dafür. Und bei bestimmten Zeiten spawnen die halt einfach. Jetzt sind schon drei hier unterwegs. Das sieht nicht gut aus, Leute. Ich kriege auch zu wenig Erfahrung hier. Wow. Wurde einfach vom Bogen gefressen. Gut. Gut für uns. Das hier ist SOS-Signal. Ah, da kommen wir doch nie hin. Ich will nochmal ein Upgrade zu schieben und dann nicht, dass wir das hinkriegen. Wir konnten sie doch retten. Entschuldigung. Ja, das ist natürlich... Wo sind denn die Abilities so kacke? Na gut, wir haben jetzt ein bisschen Damage draufgehauen hier, aber... Auf die Healerin. Die scheppert jetzt nämlich doch ein bisschen rein. Meine Stimme verschwindet gerade ein bisschen. So. Bum bum. Sieht aber noch gut aus. Oh. So,
So, jetzt holen wir noch die Shotgun hier auf Maximum. Wir rerollen das und hoffen, dass wir eine Shotgun bekommen. Nice. Jetzt haben wir kein Reroll mehr übrig. Aber wir machen Fury auf Max. So. Kiste hier oben holen wir noch. Okay, wenn wir eine Item Chest aufmachen, explodiert das außen rum bei uns. Oh oh. Ability Damage. Wir haben mal Take Speed. Das habe ich ganz gut für den Medic. Der schießt mich nur so langsam. So, jetzt haben wir die Shotgun mal voll. Mal schauen, was wir jetzt erst bekommen. Ich würde diesmal auf den Raketenwerfer gehen, falls wir den bei dem nehmen können. Ich glaube nämlich schon. Oh. Können wir hier ein bisschen Damage machen bei den Kollegen. Sonst nehmen wir gleich den nächsten. Oh, da ist schon der nächste. Fuck. Jetzt sieht's wild aus. Wir können sogar beides auswählen. Ich glaube, ich nehme den Rocket Launcher diesmal. Oben. Vielleicht können wir mal ein bisschen auf Range, ein bisschen Damage machen. Auf unseren. Aber wenn der crittet, haut schon auch nicht rein. War bestimmt wieder der Fehler. Warum er nicht durchkommt. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Alle sind vergiftet. Oh oh. War ganz schön knapp gerade. Fast Move. Ja, Geschwindigkeit ist hier auch wie in jedem anderen Key. Ich noch Kisten, da unten sind noch Kisten. Die Stimpack mal ein bisschen mehr. Jetzt aber. Hört sich doch gut an. Zwei, vier. Gleich kommt der fünfte Boss. Auf einmal, großartig. Freezing. Jetzt können wir nicht mehr rerollen. Dann nehmen wir mal noch was anderes mit. Ich weiß gar nicht, ob wir Freezing oder Damage. Ich glaube, wir gehen auf Damage mit der auch. Mit der Healerin. Wenn wir das jetzt noch überleben hier. Ja, wir lassen mal scheiß mal auf die Kohle jetzt in der Runde. So, die sind alle hinter uns jetzt. Wir laufen mal einfach zurück. Wird doch lustig. Hui.
Ewig gedauert, bis der Raketenwerfer mal wieder drin war. Wenn mich nicht alles täuscht, sind jetzt 5 Bosse auf der Karte. Langsam wird's heftig. Und immer hier alles mit. Schauen wir gleich mal, ob wir vielleicht doch noch das andere bekommen. Der haut nämlich ein bisschen mehr rein. Bin gerade einfach durchgelaufen hier. Aber wir haben es doch noch gerettet. Wir werden auch noch gerade geheilt von unserer Healerin. So, lassen wir mal ein bisschen kommen hier. Bevor jetzt gleich 7 Bosse auf der Karte sind. Solange es die Axt-Jungs sind, ist okay. Jetzt in den Rücken gleichzeitig. Au. Ability Cooldown nehmen wir mal mit. Bisschen konzentriert gerade. Aber eigentlich dürfen wir durchkommen. Also ich bin guter Dinge. Wenn es jetzt nicht der Timer gestoppt wird und man tatsächlich die Bosse alle holen muss. Weil die eiern jetzt hier hinter uns rum. Noch die Launcher nochmal hier. Jetzt ziehen wir die mal auf den Haufen hier. So, jetzt aber. Wow. Oh, ein paar sind's ja. Haut mal eure Abilities raus, Mann. Was macht ihr denn da? What the fuck? Ja. So, wie geht's einfach auf Frost? Was können wir denn den anderen noch nicht dabei haben? Vielleicht nochmal in der Beschreibung gucken bei der. Jawohl. Rocket Launcher auf Max. Ja, Frost geht auch schon klar. Mal kurz stehen bleiben hier. Können wir gar nicht. Oh oh. Jetzt wird es nochmal heavy, letzten 45 Sekunden hier. Das letzte Item unten, bin mir nicht ganz sicher. Jetzt dürfte es eigentlich wieder Tag werden. Oder auch nicht. Doch, tatsächlich. Wir werden einfach alle zerstört. Ja, das, war ein bisschen anstrengender wie die Runde davor, muss ich zugeben. Aber unsere Combo war auch Arschritze. So, wir haben wieder 8 Punkte. Die haben wir doch jetzt noch zusammen raus. Und dann würde ich sagen, viel Spaß in der nächsten Folge. Hey, jetzt hat er einfach die Leertaste für uns entschieden. Nice. Aha, ich glaube, wir würden nochmal auf Kritiker Hit gehen. Können wir gar nicht. Großartig.
Ja, da müssen wir uns jetzt die. Das war jetzt unlucky, ja? Dass der Daumen da die Leertaste gehittet hat. Aber egal. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf jeden Fall. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß. Bye.